Ein kleiner Hinweis zum Start. Ich habe hier diesmal ein paar Tieraufnahmen sogar drin. Das sind jetzt natürlich Wölfe, aber primär sind es Bären. Es geht hier ja auch um Bären. Die stammen mit freundlicher Genehmigung vom entsprechenden Park aus dem alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald. Ich verlinke euch auch deren Internetseite, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ist vor allen Dingen dahingehend toll, weil man dort beabsichtigt, die Tiere so naturnah wie möglich ihr Leben leben zu lassen. Und ja, die können einfach nirgendwo anders hin. Auswildern wäre auch nicht mehr möglich gewesen. Aber sie werden hier nicht dressiert, nicht zur Schau gestellt, also außer dass man sie halt beobachten kann als stiller Beobachter, und ist die naturnahste Form, große Raubtiere überhaupt irgendwie in Gefangenschaft zu halten. Besser geht's eigentlich nicht. Ja? Besser wäre Freiheit, und das war bei diesen Tieren aus verschiedenen Gründen nicht möglich. So, also sämtliche Tieraufnahmen daher, nur dass ihr Bescheid wisst. Und die sind alle von mir. So, hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Es hat sich etwas zugetragen, worüber ich gerne berichten möchte, und ich habe dazu sogar Bewegtbildmaterial. Deshalb bin ich sehr begeistert, dass ich jetzt die Gelegenheit kriege, dieses auch endlich mal irgendwo sinnvoll, abgesehen von davon, wo ich schon verwurstelt habe, da war es auch sinnvoll, aber jetzt nochmal sinnvoll im Rahmen als Begleitprogramm für ein anderes Video verwursteln zu können. Das freut mich, und deswegen müssen wir dieses Thema erst recht besprechen. Ja, es ist wieder ein Bär in Deutschland aufgetaucht, wie ihr vielleicht im Titel schon entnommen habt, weil ihr habt das auch irgendwo in sonstigen Medien mitbekommen. Man kann vielleicht ziemlich sicher sein, wobei letztendlich bleibt natürlich ein gewisser Unsicherheitsfaktor, aber man kann vielleicht sehr davon ausgehen, dass der gleiche Bär, der schon im Oktober in eine Fotofalle in Bayern getappt ist, derjenige ist, der auch jetzt Spuren im Schnee hinterlassen hat. In beiden Fällen ist die Identifizierung als Bär sehr, sehr, sehr eindeutig, wobei eine Spurentrittsiegel, also im Schnee, ne, nicht als eindeutige Spur gilt, sofern es dann nicht eben von einem entsprechenden Experten bestätigt worden ist, dass es sich wirklich um einen Bär handelt. Allerdings muss man auch sagen, Wolfsspur kann man mit Hund verwechseln. Das geht sogar recht gut. Ja? Katzenspur, Wildkatzenspur, schwer zu unterscheiden, bis hin zu eigentlich im Grunde nicht möglich. Ja, eine Luchsspur, es geht schon ganz gut, dass man die eindeutig zuordnen kann, aber dafür muss er auch schon eine halbwegs brauchbare Qualität vorlegen. Ein Bär hingegen als Sohlengänger mit riesen Tatzenabdrücken, so bumm, ist eindeutig. Ja, was soll das sonst gewesen sein? Ein Kamel, ein Elefant, ein Nashorn? Ja, das ist natürlich alles relativer Blödsinn. Und Braunbären sind also absolut idiotensicher. Wenn man eine Braunbärspur findet, dann ist da auch ein Braunbär entsprechend langgelaufen. Und da gerade kein Zoo oder Wildpark oder sonst was seine Bären vermisst, kann es ja eigentlich nur ein Wildlebender gewesen sein. Nochmal zurück zu dem Foto, was im Oktober gemacht worden ist, als eben auch der besagte Bär in, vermutlich der gleiche, nochmal, in eine Fotofalle reingedackelt, und da auch ist ein Foto von einem offensichtlichen Bär ziemlich einleuchtend, um eben zu beweisen, dass dieser offensichtliche Bär in Bayern unterwegs gewesen ist. So. Und da Bayern auch vielleicht nicht auf eigenen Willen, aber trotzdem zur Bundesrepublik gehört, haben wir damit wieder einen Bär entsprechend in Deutschland. Und jetzt ist die Frage, handelt es sich hier um einen sich normal verhaltenden Bär, wie ihn der Herr Stoiber damals so schön beschrieben hat, oder gar um einen Problembär? Ganz berühmte Rede vom Herrn Stoiber, ne? Der Problembär 2006, Bruno heißt er, und beziehungsweise ja, hieß er nicht nur, heißt er ja schon immer noch. Der steht jetzt in ausgestopfter Form meines Wissens im Münchner Naturkundemuseum, das heißt irgendwie anders, die haben irgendwie einen fancyeren Namen sich inzwischen rausgesucht, aber da steht er jedenfalls rum, ich habe ihn mal besichtigt. Und ja, mit Bruno ist das ja damals ziemlich blöd gelaufen. Da war ja grob so, muss man sagen, dass die Ausgangsbedingungen schon ziemlich beschissen gewesen sind, weil Bruno war der Sohn einer Bärin, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, die inzwischen im Bärenasyl im Schwarzwald haust.
Aber der ihr Sohn Bruno eben ist von ihr gerade großgezogen worden als ein Hotelbesitzer in meines Wissens Österreich, wo genau, auch nicht so wichtig, auf die Idee gekommen ist, sich mehr Hotelgäste anzulocken, indem er die Bären, die hinter seinem Hotel wohl im Walde hausen, regelmäßig füttert. So, und dann kommen die natürlich und fressen und die Hotelgäste gucken aus dem Fenster und sind begeistert. Oh, Wahnsinn, Bärenfamilie, original echte wilde Bären, ganz, ganz toll. Und dann sind auch noch Babybären dabei, die sind ja bekanntlich relativ kuschelig, also optisch. Ja. Und das hat eben dazu geführt, dass sich sowohl die Mutter als auch der Nachwuchs gerade eben in der kindlichen Prägungsphase gleich mal daran gewöhnt haben, wenn du bei irgendwelchen Hotels, wo es nach Mensch riecht, Bären haben ja einen hervorragenden Geruchssinn, einen der besten in der ganzen Tierwelt, wenn du da rumläufst, wo es nach Mensch riecht, dann gibt es da immer irgendwas zu fressen. Entweder schmeißen sie dir was hin, also es liegt quasi spontan einfach plötzlich das Essen auf dem Boden, ja. Ob da jetzt der Bär die Assoziation herstellt, dass es hingeschmissen wurde vom Mensch, um ihn zu füttern, das wage ich zu bezweifeln, sondern es ist einfach da. Oder sie packen Essen in seltsame Blech- oder Plastikcontainer, auf gut Deutsch Mülltonne, die man einfach nur einmal kurz puff machen muss, dann sind die offen und dann kann man da auch sich entsprechend gütlich tun. Das ist für einen Bär, halt sind das schon ziemlich paradiesische Zustände. Es ist aber für einen wildlebenden Bären normalerweise auch nicht koscher. Dieser komische Geruch der Menschenwelt, die ganz, 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 ganz anders riecht als das, was man halt eben aus dem Wald und aus der Natur gewöhnt ist, ist wirklich nicht koscher. Da gibt es ganz seltsame Geräusche dieser komischen Menschen, sind nicht so ganz zuzuordnen, die verhalten sich anders als alle anderen Tiere und so weiter und so weiter. Deshalb wird im Regelfall, bedeutet natürlich eben nicht immer, sondern nur meistens, so ein Bär da eher einen Bogen drum machen. Und das ist übrigens beim aktuell gerade jetzt in Deutschland wieder aufgetauchten Bär auch so, dass der sich noch keinerlei menschliche Ansiedlung in irgendeiner Form genähert hat, zumindest soweit wir wissen. Und sehr, sehr scheu ist, zumal man ihn auch noch nie irgendwo gesichtet hat, also direkt gesichtet. Ja, wirklich mit bloßem Auge, mit eigenem Auge oder sei es mit Fernglas oder nicht, ist egal, aber wirklich beobachtet hat man den noch nicht. Es gibt das Foto und es gibt die Spur und das ist alles. So, und das war halt anders beim Bruno, der ist eben damit aufgewachsen, dass menschliche Siedlungen die einfachste Form der Nahrungsbeschaffung sind, ist dann, wie es junge Bärenmänner eben entsprechend tun, auf Tour gegangen, mal gucken, ob in der näheren Umgebung vom Revier der Mutter irgendwelche leerstehenden Reviere zu finden sind, bei denen man eventuell darauf hoffen kann, dass da auch eine Bärin irgendwann mal auftaucht. Männlein- und Weiblein-Reviere, beziehungsweise eher Streifgebiet, das hängt so ein bisschen davon ab, wo der Bär liegt. Kurz zur Erklärung, Streifgebiet bedeutet, Bär ist im bestimmten Umkreis unterwegs, verteidigt diesen bestimmten Umkreis aber nicht vehement gegen Eindringlinge. Ja? Also es kann sein, dass sich Bärenstreifgebiete ein wenig überlappen, ohne dass es da jedes Mal zu großen Kämpfen kommt. Es gibt aber auch Fälle, wo Bären ausgewiesene Reviere haben, wo sie dann auch, wenn der andere eindringt, entsprechend aggressiv reagieren. Nur eben Männlein-Weiblein-Reviere, die dürfen und sollen sich überschneiden, damit die sich eben auch entsprechend dann alle 2 Jahre mal begegnen können. Theoretisch natürlich auch öfter, aber alle 2 Jahre ist es circa notwendig zur Reproduktion. Übrigens, warum nur alle 2 Jahre? Naja, weil die Jungen im Regelfall so circa 2 Jahre bei ihrer Mutter bleiben und solange die noch Junge hat, ist sie nicht empfängnisbereit für neuen Nachwuchs. Ne? So. Ja, also so ein junger Bär, der kommt im Regelfall dann auf die Idee, dass er mal eine Tour macht, um zu schauen, was es in der Umgebung noch so für Bärenreviere gibt, Bärengebiete gibt, die schön sind, ne? Und wenn dieser junge Bär jetzt eben gelernt hat, dass beim Menschen super einfach Assen abzugreifen ist, dann macht er das natürlich auch da, wo er jetzt hinzieht. So, und der Bruno ist halt eben nach Bayern gezogen und das hatte zur Folge, dass er sich da eben auch gütlich getan hat an allem, was er so gefunden hat, inklusive Nutztieren, inklusive Mülleimer. Und das wurde dann ganz schnell auch völlig korrekt, wenn man dann auf Menschenleben mehr Wert legt als auf Bärenleben, dann völlig korrekt, wurde das auch zu gefährlich und man hat beschlossen, dass der Bruno weg muss. Damals hat man sich orientiert unter anderem am Schweizer System. Das österreichische System gab es da auch schon, aber vor allem die Begriffe Problembär,
also normal, sich normal verhaltender Bär, dann den Problembär und den Schadbär und so weiter. Das war, glaube ich, aus dem damaligen Schweizer Modell irgendwie entnommen, was der Stolper da vor sich hin gebrabbelt hat. Entschuldigung. Jedenfalls, man wusste nicht so wirklich. Man hatte kein nationales Konzept, um mit dem Bär umzugehen und hatte dementsprechend auch keinen Bärenexperten an der Hand, der da in irgendeiner Form das jetzt hätte managen können und sonst wie. Und man hat halt geguckt, was machen denn die bärerfahreneren Länder aus dem Alpenraum, und versucht, das Konzept dann eben entsprechend zu übernehmen, und hat dann beschlossen, man muss den Bär jetzt vergrämen. Und das hat nicht funktioniert, weil man auch keinen hatte, der wusste, wie das geht. Und dann hat man beschlossen, dass man den Bär jetzt betäuben und einfangen und halt in Gottes Namen in den Zoo oder sonst wohin stecken muss. Das hat auch nicht funktioniert. Das betone ich immer mal wieder gern und habe es auch schon in anderen Videos gesagt. Problem, eine Kugel, ja, so ein wunderbares, wunderbar tödlich, also wunderbar im Sinne von effektiv, nicht im Sinne von was Gutes, Projektil, ist in der Lage, eben enorme Reichweiten zurückzulegen, hat eine wunderbare Form, wunderbar im Sinne von wunderbar tödlich, nochmal, die super durch die Luft schießt und mit der man auf lange Distanz entsprechende Wirkung tödlicher Art erzeugen kann. Hingegen ein Spritzenprojektil, ja, wo ein Betäubungsmittel drin ist, das kannst du nicht kilometerweit durch den Wald schießen, sondern da musst du nah ran an dasjenige Tier, was du damit halt eben entsprechend betäuben möchtest. So, und an Leuten, die es geschafft hätten, an dem Bruno so nah ranzukommen, dass man den mit einem Betäubungsgewehr hätte eben entsprechend betäuben können und dann einsammeln können und so weiter, hat es gefehlt. Da gab es schlicht und ergreifend niemanden, der dazu in der Lage war. Es hat auch eine Weile gedauert, bis man auf den Beschluss überhaupt gekommen ist, dass das jetzt notwendig ist. Und dann hat man es eine Weile versucht und dann ging es nicht. Und dann hat man ihn halt notgedrungen, weil er weiterhin eine Gefahr dargestellt hat. Und der war gefährlich, das ist schon korrekt, die Einschätzung war schon richtig. Hat man halt eben aus Mangel an Wissen, Können und sonst wie sich dazu entschieden, den jetzt halt erschießen zu lassen, was dann auch relativ kurzfristig funktioniert hat, weil eben Erschießen viel leichter als Betäuben. So, und das ist die traurige und doch, wenn man dann auf Menschenleben mehr Wert legt als auf Bärenleben, und das sollten die meisten von uns dann, denke ich, schon entsprechend tun. Also ganz ehrlich, wäre schon sinnvoll, ne? Wäre echt vielleicht wirklich sinnvoll. Also ein Miteinander ist ja schön und gut zwischen Bär und Mensch. Aber wenn der dann wirklich zu einer Riesengefahr wird, dann kann ich schon verstehen, dass da gegebenenfalls gehandelt werden muss. Ja, jedenfalls war der Bär dann wieder weg. Ne? Ende der Tragödie, wenn man so möchte. Hätte natürlich nicht so enden müssen. Wobei man auch sagen muss, es hängt von der Sichtweise ab, ob es für einen Bär wirklich besser gewesen wäre, wenn er im Zoo gelandet wäre, als wenn er, ja, das da kann man sich jetzt wirklich sehr, sehr streiten. Man hat ja gar nicht wirklich eine Möglichkeit zu messen, inwiefern ein Wildtier unter Gefangenschaft leidet. Man sieht es bei einigen Bären, man sieht es zum Beispiel auch bei Brunos Mutter, die auf keinen Fall irgendwo hätte nochmal ausgebildet werden können, die jetzt eben auch seit 2006 meines Wissens sich im Bärenpark im Schwarzwald aufhält und dort ihr Rentnerdasein fristet, inzwischen auch durchaus eine alte Bärin geworden ist. Die hat da die höchstmöglichste Lebensqualität. Ich habe es mir selber angesehen, meine Bärenfotos bzw. Clips, die ich jetzt gleich dann noch einblenden werde, beziehungsweise eventuell auch schon getan habe, die sind alle von da. Mit freundlicher Genehmigung vom Park übrigens, vielen herzlichen Dank. Und ja, ich meine, der geht's da so gut, wie es einem Bärengefangenschaft überhaupt nur gehen kann. Viel besser ist fast schon nicht mehr möglich, es sei denn, man nimmt halt noch mehr Geld in die Hand und stellt ein noch größeres Gehege in Anführungszeichen zur Verfügung. Es ist eigentlich kein Gehege, weil er nicht gehegt wird, sondern einfach ein Raum, wo sie halt geschützt leben können. Klar, wenn er noch größer wäre, wäre vielleicht noch besser, aber irgendwann wird es halt auch wirklich nicht mehr bezahlbar. Ne? Aber, ja, wie stellen wir jetzt fest, ist es furchtbar schlimm für ein Wildtier in Gefangenschaft zu leben, aber zu leben,
Oder wäre es dem Tier, sofern es das entscheiden könnte und sich in irgendeiner Form äußern könnte und über solche Dinge Gedanken machen könnte, vielleicht lieber, dass es dann einfach gar nicht mehr lebt? Wissen wir nicht. Ne? Vermutlich ist von einem Leben in Gefangenschaft immer noch einem Nicht-mehr-Leben eventuell vorzuziehen. Ich bin schon der Meinung, dass wenn man die Möglichkeit hat, gerade ein prächtiges, riesiges Raubtier wie einen Braunbär zu betäuben, einzufangen und irgendwo unter bestmöglichsten Bedingungen dann ja auch noch zu was gut sein zu lassen, weil natürlich ist das auch was, was wichtig ist, um den Kindern Natur näher zu bringen, dass die halt mal einen echten Bär gesehen haben und dann eben bitte einen Bär in einem vernünftigen Umfeld und nicht einen Bär in einer winzigen, grottenartigen Betonstruktur, wie man sie dann hin und wieder mal im Zoo. Das wird ja jetzt überall umgebaut, das muss man der Fairness halber auch noch dazu sagen. Aber früher gab es halt im Zoo wirklich Strukturen, die eines Bärenlebens definitiv nicht würdig waren und mit denen sie dann trotzdem eben entsprechend leben mussten, weil sie natürlich auch keine Wahl hatten. Und ja, also das ist nochmal was anderes im Vergleich eben zu so einem richtig brauchbaren, schönen, vergleichsweise bestmöglichen eben Bärenpark. So, ne? Also, jedenfalls hat der Bär sich mal daran gewöhnt, dass er für Menschen keine Scheu mehr empfindet, von Menschen Futter erwartet und so weiter, dann wird er einfach zu gefährlich, sofern man, ich sag's nochmal, eben ein Menschenleben über ein Bärenleben stellen möchte. Und das ist durchaus eine sehr legitime Denkweise, denke ich, für die allermeisten von uns. Und da schließe ich mich ehrlich gesagt dann auch größtenteils entsprechend an. Gut, jetzt habe ich gesagt, warum nur größtenteils? Ich persönlich halte ja ein gewisses Mini-Mini-Risiko beim Aufenthalt in der Natur für durchaus tragbar. Und wenn dieses Mini-Mini-Risiko dann ein kleines winzig bisschen höher wird, dadurch, dass eben in dieser besagten Natur tatsächlich auch potenziell für den Menschen gefährliche Raubtiere enthalten sind, dann finde ich das okay. Siehe Amis, also man kann ja viel Schlechtes über die Amis sagen, aber bei denen ist es kein Drama, wenn jemand von einem Bär gefressen wird. Ja, du bist da halt hingegangen, wo die Bären sind, jetzt haben dich die Bären gefressen, das ist jetzt dein Problem, so mehr oder weniger. Und ganz ehrlich, ich finde das eine gesunde Einstellung. Andererseits muss man auch wieder sagen, dass die Amis natürlich viel mehr Platz haben, ihre Bären an irgendeinem konkreten Ort plus minus hocken und jeder, der da keine Lust auf Bären hat, durchaus weitreichende Möglichkeiten hat, den Ort, wo die Bären hocken, weitreichend zu umfahren, umlaufen, umsonst was und nicht zwingend eben in Kontakt mit Bären treten muss. Ja? Also das ist eine andere Situation wie bei uns, weil wir ja überhaupt keine großen Rückzugsgebiete für Wildtiere eben entsprechend haben. Man kann also nicht wirklich die Situation in Amerika mit der in Mitteleuropa, muss ich generell sagen, vergleichen. Und ja, deswegen ist es halt eben so ein, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass so ein Bär, sofern er dann gefährlich wird, bei uns in der Landschaft wirklich nichts zu suchen hat. Obwohl er froh uns da war und vielleicht wiederkommt, wenn wir eines Tages weg sind, mag sein. Aber solange wir da sind, wird ein Zusammenleben wahrscheinlich nur sehr, 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 sehr schwierig möglich sein. Und ich habe da arges Bauchweh. Ne? Also ihr seht, ich tue mich da schwer, wirklich zu sagen, der Bär musste weg, der Bär musste nicht weg. Letztendlich aus Vernunftgründen, aus Sicht eines Politikers, wahrscheinlich für die örtliche Bevölkerung war es auch besser. Und insbesondere, wenn man jetzt noch an irgendwelche Kinder denkt, die eventuell vom Bär hätten gefressen werden können und so weiter, war das wahrscheinlich alles so gesehen die beste Lösung. Ha? Aber es bleibt so ein Nachgeschmack, der einem gegebenenfalls nicht gefällt. So. Das zu meiner Meinung zu dem Thema. Jetzt kommen wir dann langsam zurück zu den Fakten und machen vorher noch einen kleinen Schnitt. So, denn diesmal beim aktuellen Bär gibt es einen wesentlichen Unterschied, nämlich eigentlich zwei. Erstens, diesmal gibt es einen Plan, was man denn tun muss, wenn ein Bär nach Bayern kommt, den es letztes Mal eben nicht gab, 2006 mit Bruno.
Zweitens ist es diesmal kein offensichtlich habitualisierter Bär, wie das der Bruno gewesen ist. Also kein Bär, der in irgendeiner Form sich daran gewöhnt hat, dass von Menschen Futter kommt. Ja? So, bisher zumindest sieht das sehr so aus, als wäre er das nicht, soweit wir das beurteilen können. Und das sind ganz wesentliche Unterschiede zu eben der Bruno-Situation. Und außerdem muss man sagen, im Rahmen eben dessen, dass dieser Bär bisher überhaupt kein auffälliges Verhalten zeigt, sind die Chancen, dass es sich hier um das stinknormale Wanderverhalten eines jungen männlichen Bären handelt, ohne dass der irgendwas anderes als Weibchen bei uns sucht, sehr, sehr hoch. Ja? Bisher gibt es null Anzeichen, dass das irgendwas anderes wäre. So, und was bedeutet das stinknormale Wanderverhalten eines männlichen Bärens? Der dreht eine große Runde um das Gebiet seiner Mutter, um das Streifgebiet seiner Mutter drumherum. Und eine große Runde meint, das können schon ein paar hundert Kilometer in alle Richtungen sein, theoretisch, wenn er dazu Lust hat. Bären können potenziell enorme Strecken zurücklegen, müssen sie nicht zwingend, aber Männchen sind schon dafür bekannt, dass sie ordentlich wandern gehen. Außerdem gibt es in unserer Landschaft ja nur begrenzt bärenfreundliche Lebensräume. Das heißt, es muss möglichst Rückzugsorte reiches Gebiet sein, und das haben wir zum Beispiel wirklich bloß in den Alpen, wenn wir uns jetzt Mitteleuropa angucken, wirklich in einem Ausmaß, dass das für einen Bär auch attraktiv erscheint. Bären versuchen ja auch überhaupt nicht, beziehungsweise sind auch nie so weit gekommen, und ist die Frage, ob sie es wirklich versuchen würden, wenn man sie dann da mal hinlässt, aber bisher gibt es keine Ansätze davon, dass Bären überhaupt versuchen, in einem dichter besiedelten Gebiet sich irgendwie niederzulassen. So, und so ein Bär geht halt in Region X, in diesem Fall jetzt halt Bayern, guckt, was ist hier, gibt es hier was Schönes, wo es mir gefällt, und vor allen Dingen gibt es hier schon weibliche Bären, und wenn es da nämlich keine weiblichen Bären gibt, dann geht er wieder, denn nur die männlichen Bären wandern, die weiblichen Bären im Regelfall bleiben recht nah am Streifgebiet ihrer Mutter, wandern also nicht viel ab, und das bedeutet, wenn sich nicht die Bärenpopulation durch die Weibchen kontinuierlich ausbreitet, helfen die überall rumstreuenden Männchen nicht wirklich weiter, weil die werden niemals Weibchen finden. Die Idee ist ja eigentlich, Bärenpopulation hier, Bärenpopulation da. Ja, die Weibchen sehen sich nie. Ist ja egal, weil die Männchen von da kommen nach hier und die Männchen von dort kommen nach da, und dann ist der Genaustausch auch vorhanden, und dann passt das soweit. Ja, also heißt es nicht, dass die Weibchen zwingend größere Strecken wandern müssen. Das System funktioniert schon. Doof halt eben bloß nur, wenn eben die Bärenpopulationen so weit auseinander liegen, ne, dass die Männchen einfach nicht mehr, bestenfalls nicht noch in der Mitte treffen, das hilft aber nicht, weil es beides Männchen sind, dass die also nicht von Population A zu Population B kommen können. Und damit ist die Bärensituation in Mitteleuropa, sprich im Alpenraum, andere Bärensituationen haben wir nämlich nicht in Mitteleuropa, recht angespannt, vorsichtig ausgedrückt. Ja. Erstens, weil das ein gefährliches, potenziell wirklich sehr gefährliches Tier ist. Zweitens, weil es, selbst wenn wir es komplett in Ruhe lassen würden, wenig Optionen hat, von sich aus mit anderen Bären eben in Kontakt zu treten. Die Bestände sind so klein, das ist alles schwierig. Positiv muss man nochmal anmerken, Bären sind allerdings für kleine Bestände ausgelegt. Das ist ein Riesentier, das enorme Nahrungsmengen braucht. Das hat automatisch große Reviere. Und selbst wenn Europa Menschen leer wäre, dann gäbe es da immer noch nicht 100.000 Bären, sondern, weiß ich nicht, ja, wenig vergleichsweise. Einfach weil die so furchtbar viel Platz brauchen. So gesehen sind 20 Bären in Italien schon eine hohe Zahl. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber so 20 dürften es eigentlich sein. Gut, jetzt also, das Wanderverhalten haben wir geklärt. Jetzt kommen wir nochmal kurz auf die Situation zu sprechen, was ist diesmal anders. Diesmal gibt es einen Bärenmanagementplan, den hat man nämlich 2007 quasi den österreichischen Bärenmanagementplan für unsere Verhältnisse ein bisschen adaptiert, ein bisschen angepasst und so weiter, aber auch in großen Teilen entsprechend übernommen. Also kurz nachdem das Bruno-Problem war, 2006, hatten wir dann auch einen Plan, und seitdem haben wir den eigentlich nicht gebraucht. Ja? Bis jetzt, beziehungsweise bis Oktober. Denn dieser Plan, der sieht jetzt vor, unter anderem,
dass es tatsächlich Leute gibt, die sich mit dem Thema Bär auskennen. Genau zwei. Deutschlandweit zwei Leute. Das reicht ja aber auch, ganz ehrlich. Ich meine, wie viele Bären werden jetzt erwartet? Soll jetzt jede Woche fünf davon kommen? Das ist eher unwahrscheinlich und deswegen zwei reicht tatsächlich. Klingt jetzt erstmal billig, aber langt. So, und das bedeutet allein schon, dass wir diese zwei haben, die wissen, was zu tun ist, sind wir immerhin um exakt zwei Experten reicher, als wir es letztes Mal gewesen sind, wo es natürlich auch Wildbiologen gegeben hat und so weiter und so weiter, aber man einfach nicht mit der Thematik, wie gehe ich mit einem Bär, der jetzt hier einwandert, umgerechnet hat und da keinen Plan hatte. Es gibt ein Papierchen, das ich... Managementplan für Braunbären in Bayern, in Klammer, nennt. Und da stehen jetzt verschiedene Leitlinien drin. Und die Leitlinien, die gehen wir mal kurz, also die wichtigen, gehen wir kurz durch, nicht alle. Und zwar soll das ein länderübergreifender, alpenweiter Braunbär-Managementplan sein. Das ist schon mal Nummer 1, was an diesem Plan wirklich, wirklich gut ist, dass man auf Landesgrenzen scheißt und einfach sämtliche Staaten, die ein Stückchen Alpen nun mal auf ihrem Staatsgebiet haben, haben sich zusammengetan und ein komplettes grenzenübergreifendes Bärenmanagement entwickelt. Weil dem Bär ist der Schnurzpiep egal, ob der gerade Italienisch spricht, Französisch, Schweizerdeutsch oder österreichischer Einschlag von Deutsch oder meinetwegen auch Bayerisch. Letzteres der arme Bär. Nein, ich muss doch die Bayern foppen. Das ist dem Bär komplett Schnurz, der kann auch gerne Rumänisch und so weiter. Deswegen ist es ja eben so wichtig, dass man da nicht an irgendwelchen Landesgrenzen Halt macht und eben sämtliche Bärenprogramme problemlos grenzübergreifend funktionieren. Weil sobald der Bär die Landesgrenze wechselt und plötzlich ist das eine Land nicht mehr zuständig und das andere dann hingegen schon und man tauscht die Informationen nicht gegenseitig aus, ist das Ganze völlig für den Eimer. Es würde also niemals funktionieren, wenn diese internationale Zusammenarbeit nicht gegeben wäre. So, dann ist wichtig, steht auch in den Leitlinien drin, es ist derzeit nicht geplant und daran wird sich in nächster Zeit auch garantiert nichts ändern, Bären in Bayern auszusetzen. Beziehungsweise eine aktive Ansiedlung von Bären in Bayern, das ist das einzige Bundesland in Deutschland, wo das überhaupt ansatzweise Sinn machen könnte, durchzuführen. Ja? Das wäre also schon mal wichtig, bevor jetzt jemand Angst kriegt, jetzt soll der Bär auch noch bei uns in den Wäldern rumrennen. Soll nicht. Dürfen, ja, sollen auf keinen Fall. Ne? Dann, nächste wesentliche Aussage ist, das was ich auch schon erwähnt hatte, Sicherheit Mensch geht vor Bär. Soll heißen, wenn der Bär zum Problem wird, dann ist die Sicherheit Mensch wichtiger und dann kann der Bär gegebenenfalls notfalls auch mit tödlicher Gewalt entfernt werden, auch wenn andere Maßnahmen natürlich vorzuziehen sind. Denn, da steht auch ausdrücklich drin, die Entnahme des Bären, das kann Lebendentnahme, das kann tödliche Entnahme sein. Entnahme muss nicht zwingend bedeuten, dass der jetzt geschossen wird, also erschossen wird. Das soll Ultima Ratio bleiben, ja, also die äußerste Maßnahme. Und jo. Dann hatte ich ja schon erwähnt, es gibt zwei bayerische Bärenbeauftragte, die bekommen zusätzlich noch Hilfe von der österreichischen Bäreneingreiftruppe, die heißt tatsächlich so, finde ich eigentlich ganz gut, und sind gleichzeitig Teil der österreichischen Bäreneingreiftruppe. Die österreichische Gruppe ist deutlich größer als die zwei Nasen in Bayern, muss man dazu sagen. Andererseits, Österreich ist auch ein bisschen größer als Bayern, also insbesondere der Teil von Bayern, wo mit Bären gerechnet wird. So gesehen ist das also durchaus zu rechtfertigen. Außerdem hat Österreich eine ständige Bärenpopulation und Bayern halt eben nur mal hin und wieder einen Gast bisher. Und das bedeutet, finde ich auch gut gelöst, dass eben diese beiden Bärenmenschen regelmäßig auch in Österreich tätig sind und auch in Österreich mithelfen, wenn da irgendwelche Bärensituationen, die halt besonderen Managements bedürfen, kommen wir gleich noch zu, stattfinden. Und das finde ich wirklich eine tolle Sache, weil dann haben die auch die Praxis und nicht nur mal irgendwann gehört, wie man mit Bären umzugehen hat und jetzt kommt 13 Jahre keiner, sondern die haben wirklich, die wissen, wie es funktioniert. Und das ist auch wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Wüsste nicht, was ich daran auszusetzen haben soll.
sollte. Das ist ja auch nach österreichischem Vorbild. In diesem Video muss man ganz klar sagen, die Österreicher sind hier die Guten. So, gut, dazu erstmal später mehr. Außerdem sollen grundsätzlich Ausgleichszahlungen für sämtliche durch Bär verursachte Schäden gezahlt werden. Wenn der Bär also Murks macht, Schäden verursacht auf gut Deutsch, dann wird das ausgeglichen. Das ist auch schon mal ein Grundprinzip. Außerdem soll ebenfalls sofort, sobald der Bär auftaucht, so gesehen, das könnte vielleicht noch etwas intensiviert werden, weil so viel habe ich dazu noch nicht gehört, entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, vor allen Dingen in der Region und aber auch sonst, stattfinden, um gleich klarzustellen, wie sich jetzt die Bevölkerung, die betroffen ist, die also nah genug dran wohnt, bärentechnisch zu verhalten hat. Bisher gab es tatsächlich die Aufforderung, das ist auch absolut sinnvoll, dass man ab sofort eben gerade im bayerischen Alpenraum, sage ich jetzt mal vorsichtig, auf keinen Fall irgendwelche Lebensmittel draußen in der Natur liegen lassen soll. Warum nicht? Weil dann lernt der Ben, Quatsch, nicht der Ben, sondern der Bär natürlich, freudscher Versprecher, dass, wann immer es nach Mensch irgendwo duftet, liegt da auch Essen rum. So, und dann schlussfolgert der irgendwann, wenn es nach Mensch duftet, kriege ich Essen. Und dann Mensch leider auch nach Mensch duftet, ist es dann naheliegend, dass er sich Menschen eben entsprechend aktiv nähert, in der Hoffnung, da dann was zu essen zu finden. Und das, was man da zu essen findet, ist zu einem Überfluss auch noch sehr lecker, sehr nahrhaft, sehr kalorienreich. Bären sind in der Lage zu unterscheiden, ob das, was sie gerade essen, und die fressen nun wirklich absolut alles, was sie halt finden können, übrigens zu 80% vegetarisch, zu 90 bis 80%, so irgendwas um den Dreh, je nachdem, wo die leben. Bei manchen Tieren ist der Fleischanteil noch etwas höher. Wenn sie zum Beispiel in Alaska Zugang zu jede Menge Lachs haben, dann fressen sie wirklich derartig viel Lachs, dass der Fleischanteil etwas überwiegt. Lachs ist auch Fleisch, Fisch ist Fleisch, auch wenn die katholische Kirche das nicht gerne hören mag. So, jedenfalls sind die sehr, sehr, sehr schnell dabei, unser Essen sehr lecker zu finden, wenn sie dann drankommen. Und deswegen erste Maßnahme für die Bayern, die in den Alpen unterwegs sind, und die Touristen, die in den Alpen, hier ich, war auch gerade da, unterwegs sind, die müssten wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, dass sie auf keinen Fall da Essensreste liegen lassen. Insbesondere keine größeren Mengen. Wenn es mal 3-4 Krümel von einem Keks sind, das holt sich vorher der nächste Krabb oder sonst irgendwer. Aber größere Mengen auf gar keinen Fall. Jo, das wäre also die erste Sache zur Öffentlichkeitsarbeit. Und jetzt müssen wir uns noch mal kurz darüber unterhalten, wo gibt's denn überhaupt Bären derzeit, also so im mitteleuropäischen Raum. Ja, dass es in Russland Bären gibt und in Kanada und in Alaska und so weiter, das muss ich niemandem erzählen, das ist auch gerade gar nicht so wichtig. Sondern wir haben in Österreich quasi ein zentralösterreichisches Vorkommen. Wer Österreich, ne, das ist ja so, die haben ja diesen Zipfel, der da so ein bisschen Richtung Schweiz, zwischen Deutschland und Italien da irgendwie liegt. Zipfel in Anführungszeichen, auch schon groß genug natürlich. Da gibt's ja so hin und wieder so ein reinreichendes Bärenvorkommen, aber zumindest kein so krass ständiges. Das ständige Bärenvorkommen ist vor allen Dingen eben im Zentralösterreich, also dem größeren Zipfel von Österreich, und da ziemlich genau mittendrin. Da haben sie ganz ordentlich Bär. Außerdem haben sie an der österreichisch-slowenischen Grenze und dann runter in die Dinarischen Alpen, also Richtung Albanien runter, ne, durch Bosnien-Herzegowina und so weiter, in dem Bereich, da gibt es auch noch relativ hohe Bärbestände, und die wandern natürlich auch, und deswegen können von da auch gerne mal eben entsprechend Bären in weitere Teile Österreichs zumindest jetzt mal vordringen, und von so einem Bestand wäre es theoretisch auch möglich, dass die dann halt entweder in den österreichischen Bestand und vom österreichischen Bestand der Nachwuchs dann zu uns kommt oder eben direkt auch von da unten bis zu uns wandert, wäre theoretisch auch vorstellbar. Kann man bisher nicht nachweisen, dass das passiert ist. Heißt nicht, dass das nicht passiert ist. Wir wissen es vielleicht nur einfach nicht, weil wir den Bär nicht entdeckt haben und er ist nicht lange geblieben. Ja, wäre auch möglich. So, und es gibt mal abgesehen von Österreich noch ein kleines Vorkommen in
Trentino, also in Italien, auch ziemlich gut in den Alpen gelegen. Kleines Vorkommen ist relativ, es ist geografisch klein, es gibt da aber sehr viele Bären vergleichsweise. Ja? Also da will man auch aktiv, dass da Bären sind, dass da Bären bleiben. Und letzter Stand war, dass sie da wohl Zielbärenzahl zwischen 40 und 80 Exemplaren anstreben. Und dafür gibt es einen kleinen Applaus von mir. Das finde ich hervorragend, dass man sich das wirklich leisten möchte. Als gar nicht mal so super unglaublich reiches Italien, so viele Bären da doch ansässig zu lassen. Finde ich prima. So, und unserer könnte zum Beispiel sehr gut von dieser Trentino-Population nach Bayern rüber marschiert sein. Das ist wahrscheinlich auch die realistischste mögliche Herkunft von dem Bär. So, rechtliches. Ah, Schnitt ist immer gut. So, also, so ein Bär ist streng geschützt. Darf man den Bär schießen? Nee. Darf man sich gegen den Bär notwehrtechnisch verteidigen? Ja, so, und damit haben wir im Grunde auch schon die eine Begründung, wann ein Bär weg darf, nämlich wenn eben für die ansässige Bevölkerung Gefahr für Leib und Leben besteht. Was man eigentlich nicht darf, ist ein Bär schießen nur aus wirtschaftlichen Gründen. Also wenn der abseits vom Menschen, immer nur nachts, wenn kein Imker weit und breit mehr zu sehen ist, Bienenstöcke leer räumt, ja, und das noch so regelmäßig tut, dann ist das eigentlich, wenn er wirklich sonst nie irgendwo sonst wie in Erscheinung tritt, ist das kein Grund, den Bär irgendwie irgendwann auch nur entfernen zu können. Was man allerdings machen könnte, wäre natürlich irgendwelche Vergrämungsmaßnahmen an den Bienenstöcken anzubringen, dass der Bär, wenn er zum Bienenstock geht, meinetwegen sich eine Rede von Donald Trump anhören muss, die dann da eingespielt wird, und dann rennt er natürlich schreiend, brummend im Almtempo davon. So, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um den Bär zu vergrämen. Also in Wirklichkeit nimmt man natürlich irgendwelche schrillen, hornartigen Töne und so ein Zeug, ja. Aber ich bin mir sicher, dass das andere auch funktionieren würde. Gut, was wollte ich gerade sagen? Genau, also super streng geschützt, darf man also ohne guten Grund auf keinen Fall irgendwie was tun, soll, wo immer der auftaucht, automatisch mit Umarmungen und Küsschen empfangen werden und einem Stück Kuchen. Na, letzteres ist eine schlechte Idee. Aber Küsschen, wahrscheinlich rennt er dann auch schneller weg, je nachdem, wer das für das Küsschen zuständig ist. Gut, das zuständige Ministerium für Bärenfragen ist das übliche für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, beziehungsweise das bayerische Pendant dazu, weil die Bären ja nur in Bayern auftauchen bisher. Und die haben sich jetzt darauf geeinigt, dass sie das Wildtiermanagement großer Beutegreifer generell einfach mal als eine ihrer Aufgaben zentral in den Raum klatschen. Das kann man so auch googeln, da findet man dann entsprechende Seiten von der Regierung, die da eben erklären, was es damit auf sich hat. Große Beutegreifer sind Bär, Luchs, Wolf, aus, die drei. Ja, mehr große Beutegreifer spielen in Deutschland keine Rolle. Und ja, die haben da also jetzt so grobe Rahmenrichtlinien, was sie mit den jeweiligen anfangen wollen. Und in diesem Fall haben wir es natürlich mit dem Bär zu tun. Und da ist ganz, ganz wichtig, da steht auch überall ganz vorne dabei, Zusammenarbeit mit Österreich. Mit der Schweiz gibt es auch eine gewisse Zusammenarbeit. Gut, nochmal jetzt. Bär in Bayern, also. Das große Thema auch im Bärenmanagementplan ist, dass es ja dem Bär freigestellt sein soll. Das ist also derzeit der politische Wille. Im Alpenraum, plus minus eben ein bisschen auch mal runter vom Berg, frei seinen Lebensraum wählen zu dürfen. Soll heißen, wenn der Bär nach Bayern kommt, dann darf der das. Das ist erstmal der aktuelle politische Wille, der da quasi dahinter steht. Und wenn der Bär dann tatsächlich beschließen sollte, für sich seinen Lebensraum, insbesondere, da hätte man ihn gerne, also vergleichsweise gerne, im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet zu wählen, dann darf der das. Das ist jetzt bisher nicht vorgekommen, aber dürfen würde er es, ne? Problem: das bayerisch-böhmische Grenzgebirge ist auch so ziemlich die einzige Region von ganz Deutschland, wo man auch nur ansatzweise eine reproduktionsfähige Bärenpopulation unterbringen könnte,
was nicht wirklich jemand will, aber sollten sie da von sich aus, hab's jetzt schon 5-mal gesagt. Andere Regionen haben wir nicht, wo der Bär reinpasst. Ich gehe am Ende vom Video nochmal speziell darauf ein, hat denn ein Bär in Deutschland in Zukunft? Ja, kurz gesagt nicht, aber trotzdem. Oberstes Ziel, das im Fokus steht, bei der Tatsache, dass der Bär ja zu uns kommen darf, ist passive Präventionsmaßnahme in Form von, dass man alles unternimmt, um die Leute zu informieren, dass sie auf keinen Fall irgendwie den Bär habitualisieren. Soll heißen, nicht füttern, nicht nett zum Bär sein, auch nicht böse zum Bär sein, sonst ist er böse zu einem selbst, also der ist böse zurück und da hängt man leider dann am sehr viel kürzeren Hebel. So, oberstes Prinzip für den Bär in Bayern lautet dann, dass auf keinen Fall irgendwie angestrebt werden darf, beziehungsweise mit allen möglichen Mitteln verhindert werden muss, dass der Bär irgendwie habitualisiert wird. Soll heißen, haben wir schon gesagt, ja, bloß nicht füttern, bloß nicht streicheln, nicht kuscheln, nicht sonst was. Nicht den Eindruck erwecken, bei Menschen gäbe es irgendwas zu holen. Wenn man dann weiß, dass der Bär in einer bestimmten Region unterwegs ist und da haust, dann kann man zum Beispiel theoretisch auch drüber nachdenken, ob man eben erweiterte Herdenschutzmaßnahmen unternimmt und krasse bärensichere Elektrozäune um die Schafherde baut und so weiter. Das ist derzeit aufgrund dessen, dass Bären sehr, sehr selten auftauchen, nicht geplant, weil man ja dann ständig eben diese enormen Kosten für sowas hätte. Und derzeit ist es auf jeden Fall günstiger, jeden Schaden, den der Bär anrichtet, direkt zu bezahlen und auszugleichen, anstatt da eine Pflicht zum erweiterten Herdenschutz irgendwie einzuführen. Anders wie das zum Beispiel beim Wolf gemanagt wird, wenn der Wolf in einem Gebiet ist. Dann gibt es da ja diese Zuschüsse zum Elektrozaun im Wesentlichen, zum Herdenschutzhund unter Umständen. Und dann ist aber auch die Pflicht vorhanden, das in Anspruch zu nehmen und sich selber drum zu kümmern. Wenn dann nämlich doch noch was passiert und man wusste, dass der Wolf da ist, kriegt man dann irgendwann das Ganze nicht mehr erstattet. Das ist also so die politische Variante beim Wolf. Und beim Bär wird man aber erstmal nur mit Erstattungen arbeiten und eben Aufklärungen leisten, dass die Habitualisierung, böses Wort, vermieden werden soll. So, das habe ich alles schon erzählt. Was passiert jetzt also, wenn so ein Bär auftaucht? Schritt Nummer 1, Monitoring. Das bedeutet, die Bärenbeauftragten, die 2 Stück, mit ihren Kollegen vor Ort, das kann dann irgendein speziell ausgebildeter Jäger sein, das kann ein speziell ausgebildeter Förster sein, irgendjemand vom Naturschutz, lokalen Naturschutz oder sonst irgendjemand, der sich da halt freiwillig gemeldet hat, die arbeiten ein bisschen zu, aber letztendlich sind die beiden Bärenbeauftragten diejenigen, die wirklich jeder Spur der jeweiligen Bären oder des Bären, in unserem Fall, die in Bayern aufgekreuzt sind, halt wirklich nachgehen müssen. Die machen dann auch nichts anderes beruflich mehr. Normalerweise haben die wohl auch noch andere Jobs, solange kein Bär aufkreuzt. Anscheinend oder arbeiten grundsätzlich in Teilzeit, ich weiß es nicht, aber da sie auch gleichzeitig in der österreichischen Bären-Task-Force drin sind, weiß ich nicht, ob das ein Vollzeitjob ist oder nicht, das konnte ich nicht herausfinden. Aber sobald ein Bär in Bayern jedenfalls drin ist, sind die da massiv im Einsatz und müssen jeden kleinen Schritt, sobald man es nachvollziehen kann, vom Bär überwachen, müssen gucken, wo ist er gerade aktuell, müssen die Leute vor Ort dann informieren, müssen mit den Betroffenen reden, wenn es Schäden gegeben hat, dann beurteilen, inwiefern diese Schäden ausgeglichen werden, hoffentlich immer und schnell, weil sonst gibt es neudeutsch einen Shitstorm und alles koordinieren und so weiter und sich vor allen Dingen auch mit den Kollegen in Österreich absprechen, mit der Eingreiftruppe, damit da auch immer klar ist, wenn es eskalieren sollte, dass die Eingreiftruppe dann sofort Bescheid weiß, mit der Situation vor Ort vertraut ist und dann auch entsprechend schnell weiß, was zu tun ist. Ne? So, wenn jetzt der Bär auffällig wird, ja? Bisher haben wir es jetzt mit einem Bär zu tun, der sich vom Menschen so weit fernhält wie nur irgend möglich. Das ist auch der aktuelle Stand, ja. Also momentan überhaupt nichts passiert bisher. Dann ist alles gut.
Wenn der Bär aber auffällig wird, dann muss man da mal gucken. Und jetzt kommt es nämlich ganz stark drauf an. Was macht er an Auffälligkeiten? Wo macht er das? Wie oft macht er das? In welchem Abstand zum Menschen macht er das? Und hat der Bär eine Vorgeschichte und hat eine Vergrämung stattgefunden an diesem Bären und war nicht erfolgreich? So, also, was macht der Bär? Zum Beispiel, es gibt eine Tabelle, die besagt, wie schlimm ein jeweiliges Verhalten von dem Bär ist. Ganz unten, also am allerschlimmsten, ist, wer hätte es gedacht, Menschen angreifen oder töten. Ja? Eins drüber ist Eindringen in bewohnte Gebäude. Dann kommt, ich glaube, ein Scheinangriff starten. Das kann schon mal passieren. Bären starten ganz gerne mal einen Scheinangriff, um halt ihr Gegenüber zu vertreiben. Das sollte im Regelfall auch beeindruckend genug sein, dass man den Bär danach nicht mehr ärgert. Aber dabei kommt ja noch keiner zu Schaden. Und wenn das zum Beispiel jetzt mal einmal passiert oder sonst was, dann benötigt der Bär natürlich erhöhtes Monitoring. Da könnte man dann auch überlegen, ob man den beispielsweise betäubt, also fängt, ihm ein Senderhalsband oder sonst was verpasst. Halsband, das muss ja so ein Teil sein, vielleicht eher ein Fuß- oder ein Zehenband oder nee, aber ihn irgendwie markiert. Und dann halt eben jederzeit weiß, wo sich der Bär exakt aufhält und so weiter. Also das wäre zum Beispiel eine mögliche Maßnahme. Aber grundsätzlich ist ein Scheinangriff gar nicht so schlimm in der Liste des möglichen Bärenverhaltens, was er nicht tun soll. Ja? Zum Beispiel als harmlos eingestuft ist, das ist wichtig zu wissen, wenn sich der Bär bei Kontakt mit Mensch aufrichtet. Aufrichten bedeutet nämlich nicht, ich hau dich jetzt um, sondern aufrichten bedeutet, ich verschaffe mir mal einen Überblick über die Lage. Die sehen dann einfach besser, beziehungsweise riechen besser, weil sehen tun sie sowieso nicht besonders gut. Aber da oben mit der Nase in der Luft haben die dann einen wunderbaren Überblick über die Geruchssituation. Es ist wahnsinnig schwierig vorstellbar für einen olfaktorischen Analphabeten quasi, wie wir Menschen das sind, was so ein Bär alles riecht, wenn der die Nase in die Luft hängt. Der kriegt da unglaublich viele Informationen raus und deswegen ist Aufstellen und mal weiter oben im Wind riechen durchaus ein probates Mittel, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Das ist also gar nicht aggressiv zu verstehen. Deswegen sagt man zum Beispiel, okay, Bär richtet sich auf, problemlos. Ja, ist kein Grund, jetzt da in irgendeiner Form von einer Gefährdungssituation auszugehen. Auch wenn der Bär bei Kontakt mit Menschen immer davon rennt, das kann der noch so oft machen, da entsteht immer noch keine Gefährdungssituation. Wenn er es mal nicht tut oder Menschen neugierig folgt, dann ist er ein Bär, der auf die Beobachtungsliste gehört, also ein Risikobär, nämlich nicht ein Problembär und auch kein Schadbär, sondern ein Risikobär. Das ist der Begriff, der inzwischen ausgewählt worden ist. Oder ein Risikofallbär, kann man sich jetzt streiten mit den Begrifflichkeiten. So, aber ja, ne, wichtig also erstmal, was macht der Bär? Ist das gefährlich, ist das nicht gefährlich? Und wo ist dahingehend interessant, wie weit weg von menschlichen Ansiedlungen ist denn der jetzt? Ja, macht er das quasi 4-5 Bäume hinterm Dorf oder macht er das so weit weg, wie nur irgendwie geht, in den unerschlossensten Gebieten, die wir überhaupt nur haben in Deutschland. Das spielt also auch nochmal eine größere Rolle. Macht er das im Abstand zum Mensch oder ohne Abstand zum Mensch, beziehungsweise macht er das jetzt, während Leute anwesend sind, oder wählt er aktiv einen Zeitpunkt, an dem kein Mensch da ist? Wir hatten das Beispiel mit dem Bienenstock. Wenn ein Bienenstock ausräumt und macht das in der tiefsten Nacht und wenn da garantiert niemand vorbeikommt, und das weiß der Bär dann auch, dann ist das eine anders zu beurteilende Situation, als wenn er das am helllichten Tage macht, wo dann potenziell auch jemand vorbeikommen könnte. Oder noch schlimmer, er macht das am helligsten Tage, es kommt tatsächlich jemand vorbei, sieht das und der Bär reagiert da drauf einen Scheiß und interessiert sich nicht für die Leute, die da vorbeilaufen. Ja, das ist dann nochmal... Nochmal eigentlich ganz anders. Und ja, dann wäre ja noch die Sache mit der Vorgeschichte des Bären. Beim Beispiel Bruno wissen wir, dass der schon damit aufgewachsen ist, im Glauben, dass Nähe zum Menschen Essen liefert.
Das ist also eine negative Vorgeschichte, die da eine große Rolle spielt bei den weiteren Entscheidungen, wie ist das jetzt einzuordnen, das Verhalten des Bärens. Und hat eine Vergrämung stattgefunden und war die erfolgreich? Da kann man nämlich zum Beispiel sagen, wir haben den Bär, wir kennen den, der heißt Hans Karl von Bärowitz. Und den haben wir mal vergrält vor 3 Jahren in Oberammergau von mir aus. Und seitdem ist er nie wieder in Erscheinung getreten. Jetzt taucht er doch nochmal auf und räumt meinetwegen den Weißbierkeller von Bonifatius Kraxelhuber leer. Und jetzt ist es halt schon ein Unterschied, ob die Vergrämung damals funktioniert hat oder nicht. Ja, wenn er zum Beispiel jetzt seit 3 Jahren nicht gesichtet wurde und jetzt taucht er nochmal auf, dann könnte man schon davon ausgehen, dass die Vergrämung effizient gewesen ist. Das heißt, die Beobachtungsstufe des Bären muss mit der Zeit auch wieder sinken können. Wenn also Bär auffällig wird, dann knallst du ihm ein Gummigeschoss auf die Nase und dann haut er ab und wurde seit Jahren nicht gesehen und taucht dann irgendwann nochmal auf, dann ist er quasi fast schon wieder ein frischer Bär. Und das ist eigentlich noch positiv, weil man ja dann weiß, dass eine mit Gummischoss beschießen Maßnahme geholfen hat, dass er jetzt 3 Jahre nicht aufgetaucht ist. Ja, also so ungefähr kann man das zum Beispiel angehen. Wie das jetzt exakt im Detail gehandhabt wird und gemanagt wird, das weiß ich nicht, weil ich bin ja keiner von den Bärenbeauftragten oder von der Bären-Taskforce. Eingreiftruppe aus Österreich und dementsprechend, das müssen die Experten unter sich ausmachen. Das Schöne ist übrigens, dass in diesem Plan massiv, also wirklich genau drin steht, es müssen die Experten unter sich ausmachen. Nur die entscheiden, Politik hat da nichts zu melden. Also der, wer auch immer zu dem Zeitpunkt, wo da was passiert, gerade Ministerpräsident von Bayern ist, hat da überhaupt kein Mitspracherecht. Ja, da kann er sich noch so eine schöne Rede halten, wie er möchte, da passiert nichts. Ja? Das entscheiden die wirklich alleine, gegebenenfalls natürlich noch unter entsprechender Öffentlichkeitsarbeit, dass sie dann auch klarstellen müssen, wieso sie so entschieden haben und so weiter, damit das immer schön transparent bleibt. Es müssen auch immer mehrere Leute aus der Taskforce gleichzeitig da sein und sich mit einer Entscheidung einig sein. Es muss also einstimmig erfolgen und das muss alles super toll dokumentiert werden. Und wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, muss das auch dokumentiert werden und blabli, blablablub. Also alles in bester deutscher Bürokratie ist in diesem Zusammenhang vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? So, was macht man jetzt, wenn man den Bär vergrämen möchte? Also wenn man jetzt feststellt, der Bär wird zu verhaltensauffällig, nähert sich zu sehr menschlichen Ansiedlungen, macht zu regelmäßig Schaden und beginnt dem Mensch gegenüber nicht was anderes als scheu zu sein. Also neutral ist schon gefährlich. Ja? Sobald da was anderes als scheu ist, muss man langsam anfangen, sich Sorgen zu machen. Und dann kommen wir in den Bereich, wo Vergrämungsmaßnahmen eben entsprechend eingesetzt werden. Da ist das harmloste quasi irgendwelche lauten Lärm, entsprechend fiese Geräusche. Theoretisch könnte man auch mit Pfefferspray-Nebel, den man als Selbstschussanlage irgendwo installiert, arbeiten. Das wird zwar meines Wissens wenig gemacht, aber das ist so eine Idee von mir, die ich eigentlich gar nicht mal so blöd finde. Vielleicht habt ihr da eine Meinung zu, dann bitte gerne in die Kommentare. Warnschüsse werden verwendet. Das ist dahingehend praktisch, weil halt jeder Jäger, der jetzt so ein Bär oder sonstiger Waffeninhaber, der so einen Bär erblickt, dann in diesem Zusammenhang mit entsprechender Genehmigung eventuell, je nachdem, einen Warnschuss zumindest immer mal abgeben kann. Ja, das geht ja mit jeder Waffe, auch mit einer scharfen. Dann kommen Gummi oder eben irgendwelche speziellen Knallgeschosse, die dann nochmal irgendwo peng, peng, peng und puff, puff, puff machen, kommen dann zum Einsatz. Da hat man vergleichsweise noch recht gute Erfahrungen mit Gummigeschossen gemacht, dass das relativ gut in Anführungszeichen funktioniert. Und was man dann noch machen kann, wäre die regelmäßige Hatz mit Hunden auf den Bär, bis der wirklich weit weg von menschlichen Ansiedlungen bleibt. Dass man die Hatz dann also immer dann durchführt, wenn er sich auch nur ansatzweise einer menschlichen Siedlung entsprechend nähert. So, das klingt jetzt alles irgendwie ganz cool, aber das Problem ist, dass solche Vergrämungsmaßnahmen leider nur selten wirklich erfolgreich sind. Ein Bär ist zwar sehr lernfähig und anpassungsfähig und es besteht demzufolge schon eine Chance, dass das eben wirklich funktioniert. Wenn er gar nicht lern- und anpassungsfähig wäre, dann würde es gar nicht funktionieren, dann ist er konditioniert, beim Mensch gibt es Futter und das kriegst du eben nicht mehr ausgeprügelt.
Aber erheblich besser bzw. einfacher ist es, dass der Bär gar nicht erst auf die Idee kommt, dass es beim Menschen Futter gibt. Und ja, also Vergrämungsmaßnahmen, ja, kann funktionieren, dann ist es ja schön und dann ist es auch die Kosten und den Aufwand wert, wenn es funktioniert, aber das tut es halt tendenziell eher nicht. So, nächster Schritt, beziehungsweise gleichzeitig zu den Vergrämungsmaßnahmen, ist auch eine Form von Vergrämung. Fangen, also betäuben, piu, fällt um, schläft, Sender dran machen, wieder laufen lassen. Ja, weil mit dem Sender hast du dann auch besser die Möglichkeit, in jeder Zeit, sobald er sich Siedlungen nähert, damit da auch eben der gedankliche Übergang drin ist, okay, ich gehe jetzt mal zum Mensch, hier riecht es nach Mensch, puff, kriege ich ein Gummigeschoss ab, dann gehe ich wieder weg, ich kriege kein Gummigeschoss mehr ab, ich gehe wieder zum Mensch, puff, oh, blöd, gehe ich wieder weg. So in dem Stil halt, ne? So, und wenn das alles also nichts hilft und er immer noch uns nahe kommt, dann folgt die Entnahme. Das bedeutet im Jagdjargon meistens erschießen, meistens in Form von Bär. Muss das nicht so sein, da kann eben, gerade wenn wir jetzt, und das gab es bei Bruno eben nicht, jetzt auch wirklich eine Expertengruppe haben, die auch weiß und die auch das entsprechend das geübt hat und die Fähigkeiten besitzt, nah an den Bär ranzukommen mit einer Betäubungswaffe, den dann auch wirklich betäuben kann und ihn dann wirklich auch eben entsprechend in einem langen Monolog eingangs irgendwann erwähnt, möglichst bestmögliches Bärendomizil überführen kann, dann ist auch das durchaus eine Option. Was man auch schon versucht hat, ist Bär betäuben, Bär einfangen, Bär völlig woanders nochmal auswildern, falls man gerade irgendwo Bären braucht, die man irgendwo auswildern möchte. Also theoretisch wären Alpenbären nach Kanada tuckern, fliegen oder was auch immer und da rausschmeißen, schon eine Option. Weil in Kanada, da richtet er im Regelfall keine großen Schäden an, da hat er nämlich genug Platz. Das macht man aber selten, weil ein Alpenbär in Kanada schlechte Überlebenschancen hat. Ja, der ist dann zu klein. So ein kanadischer Bär, der sieht nochmal ganz anders aus. Aber nur mal so als Theorie. Das wäre also schon noch eine mögliche Alternative. Aber du müsstest einen Alpenbären eigentlich in einem alpenartigen Lebensraum auswildern. Und da stehen halt nur begrenzt Kapazitäten zur Verfügung. Jo. Ja, das hatte ich jetzt alles erzählt und jetzt können wir noch zu dem Punkt kommen, also ich habe hier, ne, ich habe hier ein paar Notizen, deswegen, wenn ich jetzt sage, das habe ich alles erzählt, dann meine ich das, was hier gerade steht. Jetzt können wir zu dem Punkt kommen, welche Zukunftsaussichten hat denn ein Bär in Deutschland? Wollten wir Bär in Deutschland haben, dann bräuchten wir 4 Dinge, die dafür gegeben sein müssten, damit das funktionieren könnte. Und zwar Ding Nummer 1, der politische Wille. Derzeit ist der nicht erkennbar. Also ich kenne keine Partei, die der Meinung ist, es wäre eine gute Idee. Oder keinen Politiker, der sagt, es ist eine gute Idee, dass wir jetzt den Braunbär in Deutschland wieder ansiedeln müssen. Das ist für den Bär nicht besonders lustig und für uns schon gar nicht. Also ich sehe da wirklich kein Potenzial. Wirklich nicht. Auch wenn es cool wäre, grundsätzlich, zu eng. Einfach zu eng bei uns. Aber nehmen wir mal an, der politische Wille wäre vorhanden, dann bräuchten wir jetzt noch ein möglichst dünn besiedeltes Gebiet oder eine dünn besiedelte Region. Wie eben erwähnt, kommt da im Grunde nur sowas wie theoretisch noch die Lausitz in Sachsen in Frage, ne, wo es die Wölfe schon hat. Sonstige grenznahe Gebiete zu Tschechien, Bayerischer Wald, angrenzender Böhmerwald heißt da, glaube ich. Irgendwie sowas in die Richtung. Da wäre es tendenziell drin. Tendenziell. Auch nicht optimal, wirklich nicht, aber tendenziell. Und das sind dann, im Grunde gibt es Platz für gefühlte 8 Bären oder was in ganz Deutschland an unterschiedlichen Stellen. Und dann können die sich nicht reproduzieren, damit ist das Problem dann auch schon wieder, beziehungsweise das geht nicht. Und was braucht man noch? Massenweise natürliche Nahrungsquellen an dem Ort, wo wir den Bär jetzt wieder einbürgern. Denn sobald er ansatzweise Schwierigkeiten bekommt, sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen, kommt er auf die Idee, was sich leichter zu bekommen ist, zu besorgen. Und das wäre dann halt eben wieder Zivilisationsfutter von uns, Müll.
was er halt sonst noch so findet und finden wird er es, weil der hat halt eben nun mal eine verdammt nochmal hervorragende Nase. So, finden ist also nicht das Problem. Vorhanden sein, das ist das Problem. Das heißt, eine potenzielle Bärenregion müsste dem Nahrung im Überfluss bereitstellen. Anders wäre es auch nicht möglich, sicherzustellen, dass er nicht relativ schnell bei uns vorbeischaut. So. Und viertens, jetzt aber wirklich last und least und so weiter. Wille der Bevölkerung vor Ort muss gegeben sein. Und das halte ich vielleicht noch für das unlösbarste Problem, weil so ein Wolf, ja, der macht schon enorm Stunk. Ja, und so ein Wolf ist schon extrem umstritten, oder ein paar davon. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, wie gefährlich ist ein Wolf? Was hat der so an Todesfällen verursacht, wenn wir die Sondersituation in Indien mal außen vor lassen? In den letzten Jahren 2 oder sowas. Ja? Also in den letzten Jahren, meinte in den letzten 20, 30 Jahren, gab es, glaube ich, abgesehen von Indien 2 oder 3 Todesfälle. Was macht der Bär in der gleichen Zeit? Ja, das 10-fache. Irgendwie sowas um den Dreh. Ja, mindestens das 10-fache. Dass man also bei einer Bärbegegnung echt Stress mit dem Vieh kriegt, das ist viel wahrscheinlicher als beim Wolf. Und wenn wir uns jetzt das in den Hinterkopf rufen und drüber nachdenken, Wolf ist schon fast nicht möglich wegen entsprechenden Protesten vor Ort. Fast nicht, beziehungsweise wird sich zeigen, ob es tatsächlich unmöglich gewesen ist oder ob es dann doch gegangen ist, aber es ist auf jeden Fall saumäßig schwierig. Bär halte ich für nahezu unmöglich, dass man es hinkriegt in so einem dicht besiedelten Baum, wo dann die Todesfälle vorprogrammiert sind, die werden auf jeden Fall passieren, wenn da eben wirklich mit höheren Bärendichten gearbeitet werden möchte, soll. Und das ist notwendig, damit die sich selbst reproduzieren. Ansonsten braucht man es gar nicht versuchen. Das ist dann auch nichts anderes als ein Freigehege, in Anführungszeichen. Dann ist das alles sehr, sehr, sehr zum Scheitern verurteilt. Gut, ich denke, damit wissen wir jetzt, was passiert mit dem bayerischen Bär, der da gerade sein Unwesen treibt. Vorläufig nichts. Der wird beobachtet. Und sollte er was anderes tun, als wieder nach Hause gehen, dann wird man mit Vergrämungsmaßnahmen früher oder später anfangen und dann wird man ihn irgendwann besendern und dann wird man ihn gegebenenfalls hoffentlich erfolgreich vergrämen können und dann geht er von allein nach Hause oder dann wird er halt irgendwann hoffentlich nur betäubt, wobei wir uns ja schon am Anfang gestritten haben, inwiefern das jetzt nun besser ist oder nicht, aber egal, hoffentlich nur betäubt und dann wird er halt auch in irgendeinen Bären eine Bärenresidenz mit möglichst idealen Lebensbedingungen übergeben. So. Und allerschlimmstenfalls wird erschossen. Das wäre in Anbetracht dessen, was Bruno schon für einen Aufschrei in der Bevölkerung ausgelöst hat, die allerschlechteste aller möglichen Lösungen. So. Ganz kurz vielleicht nochmal für diejenigen, die gerade nicht auf dem Laufenden sind, was tut man, wenn man einem Bär begegnet? Solltet ihr also jetzt in Bayern unterwegs sein und ihr begegnet dem Bär? Und der Bär rennt nicht gleich weg, dann macht ihr Folgendes, ihr redet freundlich mit dem Bär, das mit dem freundlich, ich sage es immer wieder gerne, das ist nicht egal, wie man mit dem Bär spricht, man kann dem Kochrezepte vorlesen, man kann dem Schillers die Räuber vortragen, man kann von mir aus auch irgendwelche lustigen Popsongs dem vorsingen, ist völlig egal, nur es muss freundlich klingen. Bären sind zwar nicht in der Lage zu verstehen, was wir sagen, sie sind aber in der Lage zu unterscheiden, ob das jetzt ein böser Ton oder ein guter Ton oder ein neutraler Ton ist. Und dass wir was sagen, verbindet der Bär dann schon mit uns. Wenn er also im Walde hockt und hört jede Menge Gelaber von mir zum Beispiel, dann kommt er gar nicht erst näher, weil er schon gelernt hat, auch der die ganze Zeit labert, das ist dieser komische Typ, der schmeckt bestimmt nicht. Und dann geht er wieder. Ne? Dementsprechend, was man auf keinen Fall eben machen sollte, wäre den Bär irgendwie anschreien, à la, hey, geh weg, oder sowas in der Richtung. Das war jetzt böse. Das auf keinen Fall machen, sondern freundlich mit dem Bär reden. Wenn der Bär beschließt, wegzugehen, dann hat man Glück gehabt. Wenn der Bär beschließt, nicht wegzugehen, wird man ihn mit keiner Macht der Welt davon überzeugen können, dass er das jetzt tun soll. Bloß nicht auf die Idee kommen, sich in irgendeiner Form handgreiflich mit dem Bär auseinanderzusetzen. Das kann bestenfalls Karl May. Und der konnte es auch nicht wirklich. Dementsprechend wäre das eine ganz, ganz doofe Idee. Also die Hauptempfehlung lautet,
wenn der Bär einem begegnet und der Bär zieht sich nicht zurück, langsam zurückziehen, respektvoller Umgang mit dem Bär, keine schnellen, aggressiven oder sonstigen Bewegungen, nicht rumschreien, nicht sonst wie aggressiv klingen, freundlich bleiben, langsam zurückziehen, vorzugsweise rückwärts zurückziehen. Bären sind auch Raubtiere, auch wenn sie nicht besonders oft jagen gehen, können sie es, und sobald man ihnen den Rücken zudreht und wegrennt, löst man bei denen den Verfolgungsinstinkt aus, und das will man nicht. Ja, man kann einem Bär nicht davonrennen, die sind bis zu 50 km/h schnell und im Gelände sowieso wendiger als wir, keine Chance, geht nicht. Irgendwo hochklettern, ja, kann man versuchen, Problem, Braunbär kann das auch. Und wenn man irgendwo hochklettert, wo man als 100 Kilo Mensch hochkommt, dann ist die Chance, dass da ein Braunbär mit seinen 150 bis 250 Kilo, bei den Viechern, die bei uns so unterwegs sind, auch hochkommt, gar nicht mal so ganz scheiße. So, und wenn man auf engem Raum mit einem bis an die Zähne, im wahrsten Sinne des Wortes, bewaffneten Bären Zeit verbringen soll, das ist auch keine gute Idee, ja? Also mit dem Bär einfach nicht anlegen, einfach nicht machen. Einfach freundlich bleiben, langsam zurückziehen. Greift der Bär an, handelt es sich hoffentlich um einen Scheinangriff, ja, dann trotzdem zusammenkauern. Wenn man einen Rucksack auf hat, umso besser. Das ist so ein bisschen als Panzerung für den Rücken ganz schön. Auf den Bauch legen, Hände im Nacken, damit er einem ja nicht hinten in den Nacken beißt, verschränken. Wenn er einem am Kopf rumkaut, das ist nicht so schlimm, so eine Schädeldecke hält schon so ein bisschen was aus. Paar Schürfwunden und sonstige Kratzer und so weiter, ist alles nicht so dramatisch, solange er jetzt nicht auf die Idee kommt, halt den Schädel gleich. Lassen wir das, das wird langsam sonst ein bisschen, ne? Nicht, dass jemand Angst kriegt. Können tut er das übrigens. Und ja, diesen hier machen und dann halt diesen und möglichst noch einen fetten Rucksack aufhaben und dann einfach hoffen, dass der Bär einfach einen nur beschnüppelt. Das wird im Regelfall der Fall sein, dass er einfach nur dran rumschnüffelt, eventuell mal ein bisschen buff, buff, buff macht und dann sich langsam zurückzieht. Und in dem Fall bleibt man noch 1 bis 2 Minuten sitzen bzw. liegen und macht sich dann langsam und wie eben auch beschrieben respektvoll davon und versucht den Abstand zum Bär noch nach Möglichkeit ein bisschen zu erhöhen. So, das ist das Einzige, was man machen kann. Der Gag immer aus dem Amiland, wo ja Bärenbegegnungen häufiger der Fall sind, da schreiben sie ja auch ungefähr das Gleiche auf ihre Hinweisschilder, wie das, was ich gerade erzählt habe. Auf Hilfe warten steht da dann noch und good luck. Und ich finde, das ist ein passendes Schlusswort. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Nein, überhaupt gar nicht. Wegen dem einen Bär. Das wäre völlig übertrieben. Die Chance, dass ihr beim nächsten Mal einkaufen die Rolltreppe runterfliegt oder über den Einkaufswagen purzelt und vom nächsten Bobbycar überfahren werdet oder sonst irgendwas Schlimmes passiert, ist um das Millionenfache größer als in Deutschland vom Bär angefallen zu werden. Selbst wenn jetzt mal eben gerade mal kurz einer da ist, der absolut unauffindbar und total unauffällig ist. Also so harmlos, wie man als Bär nur sein kann. Also bitte nicht hier in irgendeiner Form in Panik ausbrechen und sich nicht von mir verunsichern lassen, wenn ich hier irgendwelche schrecklichen Todesszenarien an die Wand male. Das mache ich nämlich gern. Macht's gut. Schönen Abend.